Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Nexomon. Dann wollen wir mal anfangen. Keine Speicherdaten gefunden, das ist richtig, die habe ich auch gerade gelöscht. Dann ein neues Spiel. Sind wir ein Junge oder ein Mädchen? Ich schau mal kurz nach. Ich fürchte, ich bin ein Junge. So. Dann kann ich losgehen. Long, long ago. This world once belonged to us, the humans. Ja, und was ist nun? We were the rulers and masters of this land in this era of prosperity. But then, on one fateful day, everything changed. An jenem Tag hat sich alles verändert. Oh, das sieht unfreundlich aus. From the high heavens descended an unspeakable evil. A creature, a monster. He proclaimed himself as Omnicron, the king of the Nexomon. Hieß nicht so auch eine Corona-Variante? Zumindest so ähnlich. This wicked behemoth threatened to engulf our humanity into darkness. Das ist keine nette Drohung. With one shattering roar, an eternal war between humans and Nexomon began. Over centuries of violence, humans learned how to tame and befriend the Nexomon and use them to fight against Omnicron himself. Sehr gut. Ich glaube, weil wir so schlau sind. Die sehen echt freundlich aus. Then, in the midst of a dark age, one brave human warrior rose against all odds. And with the help of his Nexomon companions, he defeated Omnicron. The war ended, and centuries later, we live in a peaceful world, along with our Nexomon friends. Das ist doch schön. For Omnicron's darkness was forever destroyed. Was sollen wir denn in dem Spiel tun? Da steht, wird für immer zerstört. Or so we thought. Haben sich geirrt. Naja, passiert den Besten. Und da liegt ja unser Charakter. Bisschen ausgenockt, aber das ist schon in Ordnung. Und das wird dann Omnicron sein. Ja, ist ja gut. Der ist ein bisschen böse auf mich. Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur das Spiel gestartet. Dies ist das Ende deines Weges, Champion der Menschheit. Mein Aufstieg hat Jahrtausende, bevor du in diesem winzigen Land geboren wurdest, begonnen. Niemand wird Omnicron besiegen, den allmächtigen König der Nexomon. Der lispelt ein bisschen stark. An diesem schicksalhaften Tag wird meine Art aus der Asche eurer Welt wieder auferstehen. Weiche jetzt! Ich kann nicht weichen, ich bin ohnmächtig. Jo. Yeah. Ach, our es war nur ein böser Traum. With a young and normal human child. Little does he know, his life is about to change very, very soon. Oh. Ich glaube, ich weiß, wie sich unser Leben verändert wird. Wir müssen dem Monster in die Fresse hauen. Was ist denn das draußen wieder für ein Aufstand? Na gut. Da sind wir und wir schauen sehr skeptisch. Überprüfe die mysteriösen Geräusche unten. Das kriege ich hin. Aber erstmal looten wir hier alles und schauen uns in unserem schönen Zimmer um. Im Mülleimer ist nichts, nur gebrauchte Taschentücher, warum auch immer. Hat wohl einen Schnupfen. Das war eine goldene Nexotrap, wenn ich mich richtig erinnere. Das Spiel habe ich, das waren 5 goldene Nexotraps. Das Spiel habe ich schon durchgespielt, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal. Ein richtig, richtig cooles Spiel, finde ich. Da kommen richtig die Pokémon-Feelings wieder hoch.
Ich habe einen Trank gefunden. Sehr schön. Außerdem mag ich den Artstyle von dem Spiel echt extrem gerne. Das Gerät funktioniert wunderbar, Sir. Es ist ganz bestimmt fertig zur Auslieferung. Sollen wir? Ich werde es mir ansehen. Zeig es mir. Natürlich, bitte folge mir. Was machen meine Eltern denn da? Hallo Mama. Oh, hat dich der Lärm geweckt, Schatz? Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Es ist nur ein weiterer Test unserer neuesten Erfindung. Was erfindet ihr denn? Das erinnert mich. Ich glaube, Ellie hat nach dir gesucht, Schatz. Warum gehst du nicht raus und suchst sie? Sie will dir vermutlich ihr neues Spielzeug zeigen. Wie aufregend. Na gut, da schaue ich zufrieden. Das klingt doch nach einem guten Plan. Kann ich runtergehen? Warte, dein Vater ist gerade in einer sehr wichtigen Besprechung. Gehst du raus und spielst ein wenig mit Ellie? Na gut, mir bleibt wohl keine Wahl. Keine Ahnung, was ihr da im Keller macht. Ich hoffe, das ist nicht so ein Dungeon-Keller. Bleib weg von uns! Du kannst dir Atlas nicht nehmen. Er gehört nicht dir. Ich gehe ohne diesen Roboter nirgendwo hin. Geh weg! Oh, wir müssen Ellie helfen. Komm zurück! Nein, Atlas! Ich hab Nein gesagt! Oh, jetzt werden wir zornig. So, jetzt hau mal dem auf die Fresse. Bam! Und sind dabei selber K.O. gegangen. Was ist dein Problem, Kind? Ich bin ein Problemkind. Guck! Der drüben. Er hat einen Nexomon-Container fallen gelassen. Ich wette, den hat er auch gestohlen. Wir müssen ihn uns zurückholen. Hey, das gehört dir nicht. Ich glaube dir auch nicht. Oh je, da kommen doch jetzt die Nexomon raus. Warum bist du so stark? Warum bist du nur so schwach wie ein Kind? Atlas, das ist deine Chance. Ja, Meister Ellie. Hier komme ich. Was macht dein bescheuerter Roboter nun? Ja, mit voll Karacho dir ins Maul hauen. So wie sie es gehört. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Kommt da in den Sinn. Ah. Schnell, wir müssen uns das Nexomon zurückholen. So, da sind jetzt ein paar Pokebälle. Ich meine Nexomon. Und wir können unser Starter Nexomon wählen. Die sehen alle ganz cool aus. Bevy, Petrel, Velokitty, Sprungs. Aber ich würde hier diesen kleinen Drachen nehmen. Fetra. Ja, Typ Wind auswählen. Wunderschönes Nexomon ist es. Du hast dein erstes Nexomon erhalten. Yay! Hey, was hast du mit meinem Partner angestellt? Vergiss es, ich kann sowieso allein es allein mit dir aufnehmen. Du hast keine Chance gegen mein Nexomon. Na, das wollen wir doch mal sehen. Hey, benutze das Nexomon, das du gerade bekommen hast, um gegen ihn zu kämpfen. Ja, das ist doch ein guter Plan hier. Okay, ein Nexomon-Kampf. Der wird überraschend ähnlich aussehen. Aber etwas besser. Ich mag die Animation. So, wir haben Bite, schön deutsch übersetzt, und Windkugel. Da war der Übersetzer wohl nicht ganz genau. Na gut, Windkugel konnte man zumindest einsetzen und die hat auch ordentlich Schaden gemacht. Dann müssen wir trotzdem nochmal einsetzen. Nein, der hat erschütternde Schläge benutzt. So ein Mistkerl. Sehr gut. Oh, da habe ich was weggedrückt. Ist egal. Willst du mich verarschen? Tja, hast damit nicht gerechnet, dass so ein kleiner... Okay, da freuen wir uns. Der ist kaputt gegangen. Das war beeindruckend. Unmöglich, dass wirklich dein erster Pokémon-Nexomon-Kampf gewesen sein soll.
Oh, das ist richtig. Ich sollte dich meiner neuesten Erfindung vorstellen. Das ist Atlas. Hey, ihr. Du wirst ihn lieben. Lass mich dir zeigen, was er kann. Kann er was toasten? Oh, da ist schon wieder dieser gruselige Typ mit der blauen Haarsträhne. Was haben wir denn hier? Er ist der Nexolord. Oh. Sieht arschlochhaft aus. Der beste Nexomon-Bändiger in der Welt. Gewiss. Und du musst... Okay, ich denke, das ist im Moment nicht wichtig, oder? Selbst ich kann nicht auf alle Schwächlinge an diesem kleinen Ort aufpassen. Tja. Dann lass mich halt in Ruhe. Du hast mich angelabert. Ist das dein Nexomon-Kind? Jetzt schon. Es gehört nicht zu dir, oder? Du denkst, dass du würdig bist, ein Nexomon zu benutzen? Hast du, was nötig ist, um ein echter Nexomon-Meister zu werden? Komm schon, Kind! Zeig mir, was du kannst! Ich bin doch nur ein kleines Kind. Du hast den Mut, etwas von mir zu stehlen. Warum hast du jetzt Angst? Behalt das, Nexomon, Rotzbengel. Lass es dir immer eine beschämende Lehre sein, wie schwach du bist. Jetzt, wenn du nun so freundlich wärst, mir aus dem Weg zu gehen... Ach, der Typ hat Probleme. Steh auf, Loser! Ja, treten hilft bei manchen Menschen. Ja, mein Lord. Lebt wohl, Kids. Betet besser, dass wir uns nicht wieder über den Weg laufen. Was für ein Arschgesicht. Aber eins, das ich teleportieren kann, so habe ich ein bisschen Respekt. Aber verabscheuenswürdigen Respekt. Hä? Was für ein netter Gentleman. Was stimmt denn mit dem nicht? Offensichtlich plant er irgendetwas Böses. Ja, das würde ich auch sehen. Ist dir nichts Seltsames an ihm aufgefallen? Wie, dass er den Boden zum Explodieren brachte? Er kommt immer hierher. Es muss mit der Geheimmaschine zu tun haben, die deine Eltern bauen. Vielleicht können wir ihn verfolgen? Bist du verrückt? Diesen Typen folgen? Komm schon, das ist kein Videospiel. Hey, das ist doch ein Videospiel. Hey, das könnte wichtig sein. Ich denke, du solltest die intelligente Figur in dieser Geschichte sein. Gut, dann ist hier eine intelligente Idee. Wir sollten uns ein weiteres Nexomon besorgen. Was? Hier lang. Wir müssen uns vor nichts fürchten, wenn wir dem Nexolord folgen. Ich bin mir sicher, dass Atlas dir zeigen kann, wie man ein Nexomon fängt. Ich denke, ich schuld dir was dafür, dass du mich gerettet hast. Na gut. In Ordnung. Folge mir, wenn du soweit bist. Ich glaube, ich bin schon so weit. Ach, Ellie will noch weiter reden. Weiter, du wolltest doch immer etwas über Nexomon lernen. Ich werde dich später einholen, okay? Na gut, Ellie. So, wir müssen, glaube ich, nach rechts laufen. Ist hier noch irgendwas zu looten? Sieht im Moment nicht so aus. So. Oh hey, da bist du ja endlich. Wie geht's dir? Bereit, einen neuen Freund zu finden? Ja, auf jeden Fall. Exzellent! Komm mit mir! Bevor wir anfangen, brauchst du einige Nexotraps. Hier, nimm die. Wir haben 3 Nexotraps erhalten. Nun, lass uns mal schauen. Nexomon leben nahezu überall, aber wenn sie Bändiger wie dich sehen, versuchen sie sich zu verstecken. Siehst du das Gras dort drüben? Fällt dir etwas Seltsames daran auf? Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht der bewegende Busch. Richtig, es bewegt sich. Ein Nexomon muss sich darin verstecken. Wenn du dich ihm näherst, wird sich das Nexomon vermutlich versuchen zu verteidigen. Das ist der Moment, wenn wir es einfangen. Weiter, nähere dich dem wackelnden Gras. Habe ich das gut gemacht? Ich glaube, ich habe das gut gemacht. Ein Beran. Soll ich das nicht etwas schwächen davor? Windkugel. Ah, darf ich nicht? Na gut. Ich will doch keine goldene. Echt eine goldene?
Hui, das ist aber Verschwendung. Das ist sowas wie ein Meisterball. Damit klappt jeder Catch. Ja, ist das nicht toll? Erfolg, du hast Beron gefangen. Was willst du mit Beron tun? Zum Team hinzufügen. Da haben wir schon zwei Freunde im Team. Das ist doch schön. Ich habe mein erstes Nexomon gefangen. Gut gemacht. Dankeschön. Ah, da ist Elia. Hey, wie ich sehe, hast du endlich zwei Nexomon. Es wird nun etwas einfacher für dich. Was ist denn los? Das Nexomon, das du gefangen hast, ist ein bisschen erschöpft vom Kampf. Meinst du nicht? Nee, ich konnte ja nicht gegen es kämpfen. Hier, ich habe einige Gegenstände, die dein Nexomon heilen können. Danke für die 5 Heiltränke. Ein Nexomon zu heilen ist wirklich einfach. Öffne einfach dein Menü und wende die Tränke an. Alles klar? Sorge dafür, dass dein Nexomon immer gesund ist. Bedenke, dass die meisten Städte kostenlose Heilungszentren haben, die du benutzen kannst. Das ist gut zu wissen, kommt mir aber auch sehr vertraut vor. Bist du jetzt bereit? Ich habe nämlich einen Plan. Ich habe die Spur des Nexolord verloren, aber es gibt einen anderen Weg, etwas über ihn zu erfahren. Welchen denn? Es gibt einen starken Bändiger namens Ivan, der in Parum lebt. Er ist ein Aufseher. Aufseher sind großartige Bändiger, die vom Nexolord selbst auserwählt wurden. Er muss etwas wissen. Der Ort Parum ist ganz nah. Was hältst du davon, wenn wir Ivan einen Besuch abstatten und ihn nach dem Nexolord fragen? Das klingt doch nach einem Plan. Ja, da ist jeder begeistert. Los geht's, es wird Spaß machen, einen starken Bändiger zu treffen. Sei vorsichtig da draußen, ich werde dich kontaktieren, sobald ich etwas über den Nexolord herausgefunden habe. Okay, das klingt doch gut. So. And so, our young heroes embark on a journey to the small town of Parum. They hope to meet Ivan, the overseer of that town, who might know something about the mysterious Nexolord. Ja, das ist so die grobe Idee. Dann würde ich sagen, wir haben hier aber auch eine Person mit einem nicht roten Kreuz über der Stirn, aber ich glaube, die heilt uns trotzdem. Eine Krankenschwester, sieh dich vor, hier sind keine Heilungszentren in der Nähe. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe eine Menge Medizin mitgebracht, um deine Nexomon zu heilen. Möchtest du, dass ich deine Nexomon-Party pflege? Ja, auf jeden Fall. Eine Massage, vielleicht mit Happy End, vielleicht ohne, das dürfen die Nexomon entscheiden. Fertig, deine Nexomon sind jetzt wieder sehr glücklich, das ist wunderbar. Und hier leuchtet was? Noch ein Trank gefunden, ist das nicht schön? So, dann schauen wir mal, was sich hier versteckt. Oh, ein Dandelion. Das sieht putzig aus. Das können wir aber zumindest ein bisschen schwächen, bevor wir es fangen. Oh, das wollte mich zum Einschlafen bringen. Da bin ich aber gar kein Fan von. Hab doch heute erst ein Mittagsschläfchen gemacht. Ich bin gerade hellwach. So, jetzt können wir es aber fangen mit einer normalen Nexo-Falle. So. Na, komm schon. Stell dich nicht an, nein, hat sich befreit. Ein Glück ist der Schlaf wieder fehlgeschlagen. Sonst hätte ich es nochmal heilen lassen müssen. Oder warten, bis es wieder aufwacht. So, komm schon. Ja, Hammer gefangen. Das ist wunderbar. Ein Dandelion mehr. Ja, sieht das nicht putzig aus? Zum Team hinzufügen, auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch? Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen wackelnde Büsche. Sind wohl wieder in den 80er Jahren. Da war so ein Busch modern. Okay, ich würde hier flüchten. Klappt das? Ja, das hat geklappt. Das ist eine sehr schöne Fluchtanimation. Vielleicht finden wir noch ein uns unbekanntes Nexomon hier. Ja, ein Hobbin. Hobbin Hood. Sieht ein bisschen so aus. So, das müssen wir auf jeden Fall nochmal beißen. Sehr gut.
Nein, es hat Scratch benutzt, es hat mich gekratzt. Also die deutsche Übersetzung, da mischt nochmal jemand rüber. Ich habe das früher auf Englisch gespielt, das Spiel, und das war echt perfekt eigentlich. Also die konnten Englisch. Auf Deutsch sehe ich das jetzt zum ersten Mal und die... Nein, ich wollte doch fangen. Nein. Ein totes Vögelchen. Naja, ah, da ist ja noch eins. Ein gewöhnliches Pokémon. Na gut. Nexomon. Sorry, das ist ab und zu so drin. Das ist ein Nexomon. So, schön gefangen. Schön eine gefangen mit der Flosse von uns. So, normale Nexotrap und das sollte jetzt hoffentlich passen. Komm schon. Komm schon. Versuch nicht zu fliehen. Ja. Wunderbar. Okay, ein Hobbin für uns. Dann fügt man das auch mal zur Party hinzu. Ja, zum Team hinzufügen. Deinen Heilmountains noch mal ein bisschen weiter. Und dann können wir auch schon weitergehen, würde ich sagen. So, nette Krankenschwester lese ich nicht mehr vor. Die wiederholen sich so oft. Das muss nicht sein. Super, denen geht's allen wieder Bombe. Dann können wir tatsächlich weitergehen. So. Mal sehen. Wenn ich mich nicht irre, musst du nur geradeaus gehen, um Ivans Stadt zu erreichen. Vergiss nicht, nach mehr Nexomon zu suchen und sie einzufangen, die sich hier im Gras verstecken. Der Ort Parum hat ein Heilungszentrum und sogar einen Laden, an dem wir nachher anhalten können. Lass uns nun aufbrechen. Na gut, Atlas, du bist der Boss. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich werde auf dich hören. Zumindest vorerst. Oh, das ist aber auch ein schönes Nexomon. Windkugel. Mal sehen, ob das was bringt. Müsste ja. Ist ja ein Pflanzen-Nexomon. Da ist Wind gegen effektiv. Und einen Nexotrap habe ich noch. Hoffentlich klappt das. Die goldenen will ich auf jeden Fall nicht verschwenden. Weil das wäre wirklich Verschwendung. Komm schon. Ja. Ein Glück. Aber jetzt kann ich nicht mehr fangen. Vielleicht hätte ich meinen Nexomon noch trainieren sollen. Ah, das wird schon irgendwie passen. So. Auch zum Team hinzufügen. In dem Spiel ist es auch so, dass man so 6 Nexomons in seine Party aufnehmen kann. Ich kann ja hier mal das Menü aufrufen. Wir haben das Team hier. Die sehen alle so prächtig aus. Und wir haben unsere Datenbank über die verschiedenen Nexomon. Und das ist mein Trainerprofil. Ist das nicht schön? Da steht sogar ein Supportcode drin. Brauche ich aber aktuell gar nicht. So, ein Pandicap. Ah, die sehen schon nett aus, die Tiere hier. Die Nexomons. Ah, ich hätte meine Windkugel benutzen sollen. Au! Kann ich mich doch nicht einfach tackeln? So, jetzt habe ich es gebissen. Neue Attacke freigeschaltet. Heulender Wind. Sehr gut, den können wir ja gleich mal ausprobieren. Ah, nochmal ein Pandicap. So, heulender Wind. Ja, schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das funktioniert doch. So, ich glaube, in dem ersten Teil von Nexomon, also dem, den ich euch gerade zeige, heilen sich die Nexomon nach einem, nicht nach einem Kampf, beim Level abheilen die. Also sobald man im Level aufsteigt, ist das jeweilige Nexomon wieder voller Gesundheit. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes System. Das haben sie im nächsten Teil ein bisschen anders gelöst, den ich nochmal ein bisschen besser finde. Aber egal, ist das mein erster Trainerkampf? Nee, anscheinend nicht. Siehst du dieses Teilkind? Zu Urzeiten hat ein legendärer Held ein System gebaut, das als das Warp-Netzwerk bekannt ist. Er hat Totems wie dieses benutzt, um sofort durch die Welt zu reisen und sie zu beschützen. Unglaublich! Heutzutage sind diese Totems nutzlos, da niemand weiß, wie man ihre ehemalige Kraft wiederherstellen kann. Tja, das ist Pech für uns. Hey, was ist das? Das hat der nette Mann doch gerade gesagt. Das ist eine sehr schwache Aura. Ich denke nicht, dass wir irgendetwas tun können. Na gut, zumindest im Moment glaube ich das auch. Was versteckt sich hier denn noch für Nexomon? Oh, ein seltenes, ein Ventophorn. Das mag doch bestimmt auch keinen heulenden Wind. Joa, es geht so, würde ich sagen. Es macht ganz schön Damage an mir.
So. Nein, ein Slam. Das tut mir gar nicht gut. So. Weg ist es. Kann es ja nicht fangen im Moment. Und ein Levelaufstieg. Das ist wunderschön. Jetzt habe ich nämlich wieder volle HP. Das ist echt ein cooles System gewesen. Hat viel grindiges Zurückgelaufe erspart. So, hier verstecken sich auch ein paar Dinger. Ein Perlo, ein gewöhnliches. Windkugel. Ja, das muss reichen. Nein, ich hatte mich gebissen. So. Sehr schön. Und Geld gibt es auch immer ein bisschen. Und ein Item, noch ein Trank. Und die wedelt hier mit Flyern oder Gutschein rum. Das ist doch schön, den will ich unbedingt haben. Freundliche Dame. Hey, bist du ein neuer Bändiger? Neulinge sollten sich niemals so weit von den Städten wegbewegen. Es ist gefährlich dort draußen. Lass mir dir eine Kleinigkeit geben, um dir auf deinen Wegen zu helfen. Oh, 300 Münzen, dankeschön. Nimm diese Münzen mit zur Stadt Parum und kauf dir im Gemischtwarenladen einige Vorräte, okay? Du kannst mir später danken. Ich kann dir auch jetzt danken. Dankeschön. Ein Trainerkampf. Hey, du, ich habe gesehen, dass du einige Nexomon bekommen hast. Zeig mir, was sie können. Komm schon, sei nicht schüchtern. Ich bin auch Anfänger. Na gut, dann probieren wir es halt zusammen aus. Was hast du für ein Nexomon? Ich habe ein grünes. Du hast auch ein grünes, okay. Schlaf will ich nicht lernen. So, mach's fertig. Oh, der slammt mich echt hart in den Boden. So viel zu Anfänger. Oh je. Nein, hör auf mich zu kratzen. Sehr gut. Hammer ist besiegt. Und die Trainerin gleich mit. Das gab ordentlich Asche, das ist schön. Boah, alles in allem nicht schlecht. Ich denke, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Das denke ich auch. Und hier auf dem Pilz ist ein Äther. Das ist ja schön. Und der Dude will hier auch kämpfen. Na, schau dir das an. Ein neues Ziel für meine Nexomon. Hehe, ich habe eine Glückssträhne heute. Na, die werden wir hoffentlich durchbrechen. So. Ja, ja. Weg mit der Animation. Her mit den Nexomon. Oh, ein Arnat. Windkugel. Naja. Dann schauen wir mal, ob heulender Wind ein bisschen mehr Schaden macht. Ansonsten brauchen wir noch eine dritte Attacke. Nee, das hat gereicht. 22 Schaden. Wunderbar. Was kommt jetzt? Ah, Dandemil. Die Weiterentwicklung von einem der Pokémon, die wir, glaube ich, haben. Weg mit dir. Gegen Pflanzen bin ich zumindest sehr effektiv. Oh, ein Glück ist das Schlafen wieder schief gegangen. Bin noch gar nicht müde. So, schön Level 9 und damit sind unsere HP wieder voll. Was? Ich kann's nicht glauben. Du bist kein Anfänger. Das kann nicht sein. Ja doch, blutiger Anfänger hier. Gerade mein erstes Nexomon bekommen. Ein Perlo. Ja, versuchen wir es nochmal mit Windkugel. Oh, brauchen wir zwar zwei Hits, aber das ist schon in Ordnung. Viel Schaden an mir hat es bis jetzt zumindest nicht gemacht. Nein, ich wollte doch auf dem Weg weiterlaufen. Na egal, dann beißen wir es erst und dann beißen wir es vielleicht nochmal. Ist hier ein richtiger Beißkampf zwischen uns. Das hat nämlich auch nichts anderes freigeschalten. Slash auf jeden Fall. Das kann ich hier umständlicher ausrüsten, beziehungsweise weniger umständlich. Schauen wir mal ins Team. Dann hier Fähigkeiten. So, die 30 Minuten sind beinahe wieder vorbei. Dann würde ich noch zusammenfassend sagen, dass ich das Spiel echt gerne mag. Die deutsche Übersetzung ist leider echt grottig geraten von dem, was ich gerade gesehen habe. Also wenn ihr das irgendwie auf Deutsch spielen wollt, lasst es bleiben, spielt es auf Englisch. Falls das nicht geht, dann würde ich hier mal eher zum Nachfolger tendieren. Der ist generell eh besser. Aber nichtsdestotrotz, großartiges Spiel, hat mir sehr viel Freude gemacht, als ich das durchgespielt habe. Und ja, das ist für mich einfach Nostalgie pur gewesen. Das war wieder dieses schöne, originale Pokémon-Feeling, auch wenn es Nexomon heißt.
Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.